ein System, wo der Untertitel Warum selbstgemachter Kuchen besser schmeckt. Ich möchte ganz kurz im Vortrag erklären, warum freie Software gut ist, warum Debian freie Software voraussetzt, warum das nur mit freier Software funktionieren kann, und habe da so eine kleine Analogon gefunden, und zwar sind das die freien, schönen, selbstgemachten Kuchen. Kurz vielleicht eine Übersicht, was ich machen möchte. Das möchte ich kurz zeigen, erklären, was frei bedeutet. Frei ist anders wie kostenlos. Dann möchte ich die Zutaten für das Konzept Debian vorstellen, und dann möchte ich auf Debian selber eingehen. Das ist ein nicht technischer Vortrag, also es geht jetzt nicht irgendwie um irgendwelche Dateien oder sowas an der Rechte, wie man irgendwelche Sachen macht. Und daher sollte das für jeden sein. Gut, was war denn frei? Ihr kennt den Spruch, bei Mama schmeckt es am besten. Warum ist das so? Weil Mama eben genau das Rezept macht oder genau die, das Essen so macht, wie man es am liebsten mag. Und das ist also hier genau der Grund, was frei bedeutet. Also man kann eben das machen, was man eben gerne haben möchte. Es gibt ja eine Definition, das ist das Dumme, dass man hier immer rumlaufen muss. Es gibt eigentlich eine Definition für Freiheit bezogen auf Software. Da gibt es im Ganzen vier Regeln, die beschreiben, was eben frei ist. Und ich habe immer so, ich habe kurz vorgestellt, was eben die Freiheit aufs Essen bezogen ist, weil man das, glaube ich, am besten verstehen kann. Und die, was dahinter kommt, den gleich bezogen, die Freiheit auf die Software. Gut, die erste Freiheit, die Freiheit mit dem Essen zu machen, was man möchte. Man kennt das typischerweise, man geht in ein Restaurant, kriegt irgendein Essen und der mag man, was ich kenne, Tomaten, dann kann man die Tomaten ausfischen oder sowas. Das ist hier genau diese Freiheit gemeint. Bei Software ist es eben das Gleiche, dass man eben mit der Software eben das machen kann, was man möchte, und dass man sie eben für jeden Zweck verwenden kann. Man kann sie eben einmal für alles verwenden, man kann sie für zu Hause nutzen, für die Unterhaltung kann man die Programme verwenden, und wenn eben irgendeine Regel definiert ist, wo drin steht, dieses Programm darf nicht verwendet werden, um in der Schule eingesetzt zu werden, das gibt es schon mal, oder es darf nicht verwendet werden, um irgendwelche Atombomben zu bauen oder sowas, es gibt solche Konstrukte schon mal, die man in den Lizenzen findet, dann gilt dieses Programm eben nicht mehr als frei im Sinne der Definition. Die zweite Freiheit, das Essen bezogen, man kann das Essen sich eben anschauen, man kann es untersuchen, man kann gucken, was mag ich das, oder ist da irgendwelche Sachen drin, ist das für Fleisch drin, was ich denn eben nicht mag, weil ich Vegetarier bin, und das Essen dann eben ablehnen entsprechend, und das dann hinterher, das können wir gleich dazu auch ändern. Das, die gleiche Frage gibt es eben hier auch bei der Software. Es muss eben erlaubt sein, dass man eben ein Programm studiert, dass man guckt, wie ein Programm funktioniert, und es ist vielleicht sogar auf eigene Zwecke anzupassen, also angefangen von Hintergrundbildern oder sowas, wenn man so viele Farben nimmt, ist, dass man andere Farben nutzen kann, sodass man eben das Programm verwenden kann. Die dritte Freiheit ist eben, dass man die Fähigkeit hat und die Erlaubnis hat, wieder aufs Essen bezogen, dass man das Essen nachkochen kann, dass man es auch verteilen kann an andere Leute. Die gleiche Freiheit, wenn man das wieder auf Software bezieht, ist eben, dass man. Habe ich das gerade zweimal aufgedrückt? So, ja. Dass man eben die Freiheit hat, Programme zu kopieren und die eben weiterzugeben an andere Leute. Ganz früher war das mal erlaubt, ich glaube, vor 1980 oder so, ist das Urheberrecht in Deutschland mal geändert worden, ist, dann dürfte man irgendwie Programme, die galten damals nicht als urhebergeschützte Werke, dann dürfte man die noch kopieren, das ist nochmal geändert worden, und da wollen wir eigentlich wieder zurück, dass man da eben sich gegenseitig helfen kann. Die letzte Freiheit, das Essen bezogen ist, dass man eben die Freiheit hat, eben das Rezept zu ändern, dass man eben seinen eigenen Geschmack entsprechend zur Geltung bringen darf, dass man sein Rezept veröffentlichen darf, so dass eben auch jeder was davon hat. Das gleiche wieder analogon auf die Software, dass man also das Recht hat, Programme zu verbessern, sie zu ändern und diese Verbesserungen, die Veränderungen zu veröffentlichen, so dass man eben, dass jeder was davon hat und die ganze Gemeinschaft, die ganze Gesellschaft davon profitieren kann. Vielleicht ist das aufgefallen, ich habe die ganze Zeit nicht über den Preis gesprochen, weil es eben ein großer Unterschied ist, ob ich von Freiheit spreche oder von kostenlos. Also das frei ist anderes, wie das, wenn das kostenlos ist. Es kann grundsätzlich natürlich sein, dass ein besseres Rezept Geld kostet. Man kennt das jeder, wenn man mal zum Koch geht und sagt, man, du hast ein super Menü gemacht.
macht, kannst du mir sagen, dass du gemacht hast. Dann kann es natürlich sein, dass du sagst, ich gebe dir das gerne, dann gibst du mir aber was Geld dafür oder ich kaufe dir dann auch nochmal oder sowas. Aber es sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe, die man unterscheiden sollte. Gut, die Zutaten, hier in Bezug auf Linux, beziehungsweise auf Debian, gibt es also mehrere Zutaten. Wollen wir uns das auch mal kurz anschauen. Die ursprüngliche Zutat, die Grundsubstanz für alles, ist hier bei uns das der Linux-Kernel, das ist ein Betriebssystem, der eben uns hier die Möglichkeit gibt, eben mit dem Computer zu arbeiten. So ein paar Sachen habe ich hier mal runtergeschrieben. Der erste Programmierer, der damit angefangen hat, war Linus Torvalds. Der, ich glaube, 92 war das, damit angefangen hat, das sofort veröffentlicht hat, seine ersten geistigen Ergüsse. Und mittlerweile gibt es ja mehrere hundert Entwickler, die damit helfen. Aktuell ist Kernel 2.4 bzw. 2.6, 14, ich glaube, Windows noch 15 wieder raus, ich weiß gar nicht genau. Und das Entscheidende bei Linux ist aber, dass wirklich im Grundzutat allein ist es eben nicht nutzbar. Man braucht eben viele weitere Programme, sprich Zutaten, um was Vernünftiges damit zu machen. Dann kommen wir eben auf die Anwendungen. Ich habe eben mal auch einzelne beispielhaft aufgeführt, die man typisch als Endnutzer kennt oder kennenlernt. KDE, OpenOffice, GIMP, Mozilla, Firefox, also Browser, Grafikprogramme oder eben ganz normale Office-Programme, die man eben zusammen mit Linux eben als richtiges Betriebssystem nutzen kann. Dann kommen wir dann eben auch zum Debian, eigentlich zum eigentlichen Titel, den wir jetzt, worauf es hier geht. Debian im Prinzip ist eine Zusammenstellung von diesen einzelnen Komponenten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir das Kernel, auf der anderen Seite haben wir die ganzen Anwendungsprogramme und Debian ist eine andere Distribution, die eben diese einzelnen Sachen zusammenmixt, sodass eben was Vernünftiges bei rauskommt und das funktioniert. Und an Distribution ganz allgemein wird typischerweise erwartet, dass man das System installieren kann, dass man Programme oder einzelne Teile zusätzlich installieren kann oder auch wieder wegnehmen kann, je nachdem, wie man es eben gerne hätte. Dass die Abstimmung der Pakete funktioniert, dass man vielleicht noch einen Support bekommt oder dass es ein Handbuch gibt oder entsprechend eine Dokumentation zum Lesen. Es gibt viele Beispiele für Distributionen. Ich habe unten einige mal aufgeführt. Das Norman SUSE Linux, das Red Hat, Slackware, Mandrake und viele andere und eben auch Debian. Debian unterscheidet sich von den eben genannten in einem deutlichen Punkt, weil eben Debian ist eben frei im Sinne der eben genannten Definition. Und was der Unterschied? Die kommerziellen Distributionen, die ich gerade genannt habe, die haben Probleme. Die haben ein großes Problem, dass die Leute doch meistens mit Geld verdienen möchten. Das heißt, sie sind gezwungen, die anderen Firmen, die da meistens hinterstecken, eben regelmäßig neue Versionen rauszubringen, sodass man die entsprechend verkaufen kann. Regelmäßig auch verkaufen, dass es also regelmäßig Geld reinkommt. Sie haben immer eine beschränkte Anzahl von Mitarbeitern, sprich Entwickler, die eben das System pflegen können. Setzen einen Fokus auf verschiedene, eigentlich typischerweise sehr kurzfristigen Zielen. Also es wird so schön sehr darauf nach, dass das Installationsprogramm super funktioniert, weil das meistens von Zeitschriften getestet wird. Es wird fokussiert auf Zahlen der Kundschaft, weil eben die das Geld bringen. Und es wird dann auch immer darauf gebracht, dass man gut Werbung machen kann, also die bekannten Programme, dass in der neuesten Version vorhanden sind und eben andere Programme, die nicht so bekannt sind, sind meistens das veraltet oder werden nicht so gepflegt. Es gibt ein Riesenproblem für den Kunden, das ist ein wirtschaftliches Risiko. Man kennt das, wenn man in den letzten 10 Jahren mal betrachtet, gibt es ja ganz viele Diskussionen, die bankrott gegangen sind, die aufgehört haben, die aufgekauft worden sind, zusammengelegt worden und so weiter. Das ist so ein Problem, das man in dem Bereich auf jeden Fall hat. Und ein großes Problem ist eben, das kennt jeder, der in einem Unternehmen mal gearbeitet hat, dass die Leitung von das Management, also durch Leute, die das Geld interessiert sind, typischerweise nicht nach technischen Sachen interessiert sind oder eben, dass es eben gut schmeckt. Debian selber ist ein Angebot. Ich möchte hier wieder ein paar Worte über Debian verlieren. Im nicht-technischen Bereich, was eben Debian ist, möchte ich kurz vorführen. Dann den Social Contract, das sage ich gleich, und dann die Debian-Regeln für freie Software. Gut, was ist Debian? Debian wurde 1994, also eigentlich schon sehr früh,
dieser 92 ungefähr ist in Lincoln entwickelt worden oder gestartet worden, ist das entstanden, das ist ein Manifest, was Ian Murdoch damals herausgegeben hat. Damals gab es auch schon die ersten halbkommerziellen Diskussionen, die es zusammenstellen machten. Und die Forderungen, die damals Ian hatte, waren, dass es keine kommerzielle Organisation sein soll, also ein freier Zusammenschluss von freien Entwicklern. Es soll eine offene Entwicklung sein, die also die ganzen Programme, die aus dem Internet kommen, die eben genannt worden sind, und viele andere eben zusammenstellt. Es soll der Fokus auf freie Software gelegt werden und es soll eben, so dass man, das ist ein sehr gemeiner Teil, eine gute Distribution sein, also eine, die eben wenig Fehler hat, die eben gemaintained wird und so weiter. Und der Vorbild für diese ganze Entwicklung sollten eben andere freie Projekte sein. Hat also gesagt, so der Linux, der funktioniert, da gibt es viele Leute, die machen das, es gibt viele andere Programme, viele Leute machen dann diese anderen Programme und wir versuchen eben das gleiche Konzept auf eben was Neues eben auf eine Distribution anzuwenden. Debian sind auch gewachsen, also es gab immer mehr Entwickler und 1997, da hatten wir so irgendwas an die 200-300 Entwickler, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Menge wurde immer größer und dann hat man sich hingesetzt und sagte, wir müssen irgendwie uns ein bisschen konstruieren, wir müssen so ein paar Regelwerte aufbauen, damit das eben weiter funktioniert. Und damals ist denn der Debian Social Contract, also übersetzt wird das als Gesellschaftsvertrag, beschlossen worden, ist dann auch mit einer Abstimmung von allen damaligen Debian-Entwicklern angenommen worden und alle neuen Debian-Entwickler seit dem Zeitpunkt müssen praktisch sagen, dass sie diesen Vertrag unterschreiben. Dieser Vertrag ist natürlich kein rechtskräftiger Vertrag im Sinne von einem Mietvertrag, den man so hat, sondern es ist mehr so ein Statement, wo man sagt, wir Debian verhalten uns auch den Regeln, sodass die Gesellschaft eben auf uns bauen kann. Und diese Regeln möchte ich hier ganz kurz vorstellen. Also, diese relativ einfachen Regeln sind das. Einmal ist denn gesagt, dass Debian zu 100% freie Software bleiben soll. Das heißt, es gibt da noch nie Bestrebungen, Debian unfrei zu machen. Debian sagt selber, dass sie das, was sie ändert und die Verbesserung, die sie macht, wieder zurückgibt an alle anderen Leute, sodass eben auch alle was davon haben. Debian sagt, dass selber keine Probleme, die vorhanden sind, irgendwie verborgen werden oder geheim gehalten werden, sodass man dann eben ein offenes System hat. Debian sagt auch, und Entwickler von Debian, dass die Priorität eben auf den Nutzer liegt und eben auf freie Software. Und dass wir eben nicht freie Software so gut wie es nur geht unterstützen. Hat immer das Problem, dass es auch nicht freie Software gibt und dass man eben versucht, irgendwie durch Installer-Programme oder ähnliche Sachen in das Linux-System zu integrieren. Soweit das eben geht und rechtlich möglich ist. Diesen Debian Social Contract ist denn übrigens ein Anhang und in diesem Anhang wurde denn festgelegt für Debian, was Debian als freie Software verwendet oder bezeichnet. Und alle Programme, das sind jetzt zwei Folien, es geht also auf der nächsten Folie weiter, diese neun Punkte, glaube ich, sind es, diese neun Punkte erfüllt, das nennt eben Debian als freie Software und das kann dann eben in Debian aufgenommen werden. Und da sind viele Sachen, die wir jetzt wiedererkennen, die wir eben denn schon mal aufgeführt haben. Die erste und einer der wichtigsten, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass die Software frei weitergegeben werden darf. Also es darf nirgendwo irgendwie beschränkt werden, was der Herr A, das den Herrn B nicht geben darf, dieses Programm, in keiner Weise. Also weder da darf nicht drinstehen, darf nicht über CD, es darf nicht über elektronischen Wege oder sowas, es muss also in jeder Form muss es erlaubt sein. Dann muss der Source Code vorhanden sein, also Source Code ist sozusagen das Kochrezept von den Einzelprogrammen, so, der muss also vorhanden sein, sodass eben die Möglichkeit besteht, dort Änderungen vorzunehmen zu können, das Programm anzupassen. Diese Veränderungen, das ist der dritte Punkt, die müssen erlaubt sein. Also es bringt ja nichts, wenn ich ein Source Code habe, was verändern könnte, wie bei Microsoft. Da kann ich, auch wenn ich Geld bezahle, zum Beispiel den Source Code bekommen, aber ich darf ihn immer noch nicht ändern. Diese Veränderungen müssen also hier erlaubt sein, auch ohne irgendwelche Geldzahlungen oder dergleichen oder ohne, dass ich fragen muss, einfach so aus gut dünken. Ich muss eben das Rezept ändern können und das eben so ändern können, dass es eben besser schmeckt, besser passt. Es gibt ja so eine
sozusagen eine Ausnahmeregelung. Ist es erlaubt, dass man sagt, wenn man was ändert, muss man das Rezept neu benennen, das Programm neu benennen, sodass man eben sagt, wenn das Programm jetzt heißt, Michi als bestes Programm, und wenn der Holger das dann ändert, dass man dann sagt, ja gut, das heißt das eben nicht mehr Michi als bestes Programm, weil das könnte es ja vielleicht Rückschlüsse negativer Art auf Michi geben, dann heißt es eben Holgers bestes Programm oder sowas. Das ist eben erlaubt, so eine Regelung. Das widerspricht also nicht dem dritten Punkt. Dann darf dieses Programm an die Lizenz auch keine Diskriminierung von irgendwelchen Personen oder Gruppen haben. Also es gibt dann schon mal, finde man auch schon mal an Lizenz, da stehen so Sachen drin. Dieses Programm darf nur durch Leute benutzt werden, die älter sind wie 14 Jahre oder ähnliche Sachen, oder darf nicht benutzt werden von Taliban, weil die vielleicht mit irgendwelchen Terrorsachen mitmachen könnten oder so ähnliche Sachen. Denn solche Sachen sind nicht erlaubt, wenn sowas drinstehen würde. Und man wundert sich gar nicht mal, wie häufig, selten sowas irgendwo steht, dann ist das eben keine freie Software. Jetzt könnte man da spitzfindig sein und sagen, diese Software bevorzugt Linux-User, weil sie damit in die Lage gebracht werden, was sie tun, was sie nicht tun können. Also es ist ja grundsätzlich erlaubt, und wenn das verboten wäre, dann dürfte man, wenn das nach dieser Definition noch keine freie Software, ist es grundsätzlich erlaubt, natürlich diese Programme auch unter Windows einzusetzen. Und viele Programme kann man ja auch unter Windows laufen lassen und auch übersetzen. Wenn das da verboten wäre, wäre das auch nach dieser Definition keine freie Software, weil dann würden ja Personen oder Gruppen von Personen ausgegrenzt. Ob es technisch möglich ist, ist natürlich eine andere Frage, aber grundsätzlich ist es erlaubt und das ist das Entscheidende. Und es gibt ja im Prinzip, es ist technisch möglich, dass man KDE als Beispiel zum Beispiel unter Windows laufen lässt. Gut, der nächste Punkt ist dann eben keine Diskriminierung von Einsatzbereichen, und das habe ich eben auch kurz schon mal angerissen, also es darf sich nicht verstehen, dieses Programm darf nicht verwendet werden, was ich zur Medizinforschung, zur Genforschung oder in der Atomindustrie oder dergleichen, wenn sowas drinstehen würde, dann wäre es entsprechend keine freie Software nach der Debian-Definition. Diese ganzen Rechte, die man hat, die müssen entsprechend weitergegeben werden, oder es muss erlaubt sein, dass man die weitergibt. Genauso ist es ganz wichtig, dieser vorletzte Punkt, dass diese Lizenz keine Besonderheit für Debian ist. Das heißt, dass auf irgendeinem Grund steht, ja, Debian darf das alles, aber alle unsere Leute dürfen das nicht, weil Debian ja keine juristische Person in dem Grunde ist. Also man weiß ja nicht, ist man jetzt da Götten dazu, ist man Debian, ist man nicht Debian, allein um diese Sachen denn auszuschließen. Das eben, es darf eben keine Debian-Klausel geben, sodass es eben für alle Leute diese Freiheit gilt, die da beschrieben ist. Und es gibt noch einen letzten Punkt, in der 9. hier ist ja die Auswirkung auf andere Programme, die darf es eben nicht geben. Es gibt schon mal Lizenzen, da steht zum Beispiel so drin, dieses Programm darf verweiterverwendet werden oder darf auch verbreitet werden, wenn auf dem gleichen Datenträger nicht ein ähnliches Programm drauf ist. Zum Beispiel, auch wenn es keine freie Software ist, Adro, der Akkubatterie, da hat so eine Regelung. Man darf den nur dann auf CD pressen oder sowas, wenn auf dem gleichen Datenträger kein anderes Programm drauf ist, was PDFs darstellt oder sowas. Das gibt so eine Regelung, weil man ist denn der Alleinige. Sowas darf natürlich nicht vorhanden sein, sonst könnte man eben nicht die Vielfalt den Leuten geben. Also es darf eben keine Auswirkungen auf andere Software oder auf andere Programme haben. Gut, Beispiele hier sind zum Beispiel die GPL, die BSD oder Artistic-Lizenzen, die es gibt, oder viele andere Lizenzen. Und wichtig ist nur, dass eben die 9 Punkte, die da vorgenannt sind, eben alle eingehalten sind, und wenn es das nach Debian freie Software, und das sind die Programme, die grundsätzlich bei Debian integriert werden können. Dieser Debian Social Contract und die Debian Free Software Guidelines sind für Debian eben sehr wichtig, vor allem nur dadurch ist es eben möglich, dass Debian an sich existiert, dass man eben die Programme nimmt, die entsprechend anpasst, die in Debian integriert. Hier sind eben auch ein paar Beispiele aufgeführt, dass man zum Beispiel dadurch nur ist es erlaubt, dass zum Beispiel Debian CDs produziert und sie auch, wenn auch nicht selber direkt, irgendwelche Leute auch in Handel bringen und dort verkaufen, ne? Weil das steht eben drin, jede Form von Weitergabe ist erlaubt, Weitergabe von modifizierten Programmen ist erlaubt, egal auf welchem Medium, und das ist eben damit eben erschlagen. Genau aus diesem Grunde darf eben Debian auch Bugfixes machen, also wenn es Fehler gibt, dürfen diese entsprechend behoben werden. Wenn es keine modifizierten Programme erlaubt wären, könnte man das eben nicht. Dann kann man eben Verbesserungen vornehmen, dass man eben sagt, wir passen die Sachen eben so an, dass es unter Debian besser, schneller, bunter, was ich weiß, funktioniert. Die ganze Zusammenarbeit zwischen den Debian-Maintainern ist dadurch ermöglicht,
und FTP-Server sind möglich und viele andere Sachen, was eben DBL ausmacht, ist nur möglich, weil es eben diese freien Punkte gibt. Und weil das eben so wichtig ist, ist eben, wie gesagt, wie der DBL-Entwickler alte wie auch neuer Art sagt, dass er diese Regeln beachtet. Das sollte es auch eigentlich schon gewesen sein. Zu dem Vortrag, das sollte nur ein ganz grober Vortrag sein, was eben freie Software ist, für was es, warum es für Debian so wichtig ist. Und dann sind eben solche Unterprojekte wie Skolle Linux, die eben praktisch das Debian nehmen und das eben entsprechend anpassen für ihre Anwendung, eben hier zum Beispiel für Debian Einsatz in Schule, wie auch es gibt auch andere Projekte, die das eben anpassen für andere Bereiche eben möglich und dass man das weitermachen kann. So, das soll es soweit gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es Fragen dazu eingibt. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit.